Jo, moin Leute. Also, es ist Mittwochmorgen. Ich bereite hier meine Kameras vor zum Drehen. Ich produziere ja vor. Ich nehme noch ein schwarze Schadteil auf. Morgen, übermorgen muss ich mich an Kameradschaft Werwolf machen, aber die Serie endet ja bald. Oh, hier muss ich erstmal. So, also. Ich habe Matze gesagt, er soll durch den Garten gehen und nicht klingeln. Daumen hoch kommt von ihm, also der kommt auch gleich. Den werdet ihr also auch gleich im Video sehen. Marisa ist hier auch schon am Wirbeln. Hier sind die Hunde, die warten immer im Büro. Das finde ich immer ganz fürchterlich, weil die dann vor der Tür jaulen, wenn ich das aufnehme. Und genau dann fangen sie an zu bellen und Randale zu machen und so weiter. Da ist Marisa in Action und die Kinder schlafen noch. Jordan hat ja Besuch von seiner Cousine. Heute kommt sein Freund Bennett zu Besuch zu ihm. Und ja, und ich versuche zu werkeln. Marisa wird auch noch auf ihrem Grill-Channel zwei Videos produzieren. Das heißt, ich kann wieder futtern und ich muss auch zum Sport. Ich weiß gar nicht, mit diesem Grillkram. Marisa guckt mich ganz böse an, wie ich sie eigentlich gefilmt habe. Also Sport und dieses Grillprojekt ist irgendwie, das läuft ein bisschen konträr, nenne ich es mal. Na gut. Okay, also. Ich zeige euch gleich, was hier los ist. Marisa zeige ich euch noch nicht, die habe ich hier nur heimlich abgefilmt. Also, ich muss jetzt aufnehmen und genau, ich melde mich nachher. Matze ist auf dem Weg, zeige ich euch nachher gleich. Ciao, Kakao, Leute. Also, ich gehe hier rum raus, Matze. Ja, ich sag mal hier noch. Da ist Matze. Oh, Jordan und Bennett. Hier. Ihr habt euch hier ein Bett hingebaut oder was? Ich hoffe, das sind alles Dinge, die ihr auch behalten, die ihr haben dürft. So. Ich nehme gleich mal einen Müllsack mit und ich muss nachher noch, eieiei, ist der schwer. Das ist noch Bauschutt, den ich jetzt versuche mal zu entsorgen. So, ey! Matze, machst du mir auch mal auf kurz? Da ist Matthias, sag mal hallo. Moin. Moin. Wir sind gerade verabredet auch zum Fußball gucken. Am Freitag gucken wir Fußball. Und so, seid ihr schon fertig mit dem Auto? Gut. Sieht das alles gut aus? Moin. So, Müll kurz weg. Also, Kinder, Jordan hat den Auftrag bekommen. Oh Gott, so. Wie bitte? Ja, die esse ich noch auf, meine türkisch Pfeffer. Also, tschüss Bärbel, oder bleibst du? Ich bleib. Oh Gott, schön. Schön. Matthias, bis dann. Ja. Hier wird Gas gegeben jetzt. Yes, sir. V8 Biturbo. So ist das. Gib Gas, Matze. Bis Freitag. Fahr vorsichtig bis Freitag. HSV St. Pauli. Wir fahren an die Küste Fußball gucken. Oh, Digga. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Sehr schön. Finde ich geil, aber nicht meins. Also. Mal zum Mitfahren, aber ich würde mir was anderes holen, was geil ist, wenn ich das Geld hätte. Und außerdem bin ich mit meinem SUV mehr als zufrieden. Und aber geiler Sound. Also, ich gehe jetzt auf jeden Fall arbeiten. So, ihr beide, euch beiden viel Spaß, ne? Danke gleich. Dankeschön. Hier, das nimmt ihr auch mit in die Garage, John? Ja. Dankeschön, okay. Ehre geht raus. Ehre geht raus. So, ich gehe jetzt in mein Büro. Es war ein kurzer, schöner Besuch. Kaffee getrunken. Und ich gehe jetzt wieder in mein Büro. So sieht das aus. Und da gehe ich jetzt auch wieder rein. Ja, und das war's. Finde ich immer gut. Auch wenn Leute so mal schnell spontan zum Kaffee trinken kommen. Das ist eine kurze Ablenkung für mich, weil ich habe ja so keine Kollegen. Und ihr seid zwei Wachhunde, ne? Kaum liegt der Knochen hier, dann ist euch scheißegal, wer aufs Grundstück kommt. Ja, ja. So, Chili. So, also das war's. Leute, bis später. Jo, moin Leute. Kann es norddeutscher sein als ein schön zwei Rollmöpse zum Mittag? Kann es norddeutscher sein? Nein. So, ich habe ja mal bei einer Party, bei der Schwarzen Schafe, wo wir morgens einigermaßen betrunken waren und leider auch Drogen konsumiert hatten, Finger weg von den scheiß Drogen, habe ich in Rollmops reingebissen und vergessen, die Holzstäbchen rauszunehmen. Habe ich mir den schönen Holzstab in den Gaumen gerammt. So, also jetzt gibt es erstmal Rollmops. Mmh. Geil. Rollmops einfach geil. Hering in allen möglichen
Form und Farben, kann ja egal essen wie. Und auch Sherry Matti ist mit mein Liebstes. Eingelegten Hering mag ich auch. Brathering mag ich. Heringhappen mag ich. Rollmops mag ich. Ich mag Hering in allen möglichen Formen und Farben. Ich weiß gar nicht, warum ich mir Besteck mitgenommen habe. So, das war mein Mittag. Schnell und unkompliziert. Boah. So, hat mir Marisa mitgebracht. Oh. Besten Rollmops gibt's. Brathering gibt's bei Schinkennissen hier oben. Bei unserem Schlachter. Und Marisa bringt hier schon die Weihnachtsdeko an. So, ihr spielt hier Fußball, geht auf den Bolzplatz. Ich spiel mit deinen Schüchchen. Ja, geht auf den Bolzplatz, geht doch raus. Will doch draußen. Ach so. So, Marisa ist hier in ihrer Grillecke und du verlegst die neue Lichterkette, weil ich habe Hecke geschnitten. Hallo Chillman. Ich habe gerade Rollmops gegessen. Das riechst du, ne? Guck mal, riecht nach Fisch. Schmeckt? Das Lustige war, Marisa muss die Kette jetzt hier neu ranmachen, ne? Ja. Ich habe die Hecke geschnitten. Auf der Seite, die Seite, die Seite. Und auf dem letzten Meter da hinten habe ich die alte Weihnachtskette getroffen und durchgesäbelt. Wirklich auf dem letzten Meter. Und dann... Soll ich dir eine Zange holen für die Kabelbinder? Na, okay. Ich mach erst mal fest. Na gut. Und Chili, ich kann dich jetzt nicht beachten, weil ich muss arbeiten gehen. Gut. Also viel Spaß. Kinder, Sonne draußen. Ich gehe in mein Büro. Aber ich habe wenigstens Tageslicht, da fällt es mir einfacher. Aber ein toller Herbsttag, Leute. Geht raus, genießt noch die Sonne ein bisschen. Und ich gehe in mein Büro und versuche die Sonne da ein bisschen zu genießen. Ich berichte euch später. Es ist jetzt gerade erst Mittagszeit, wie gesagt. Nee, Chili, du bleib mal draußen. So, Leute, ich war beim Sport. Ich weiß, sieht man nicht. Ich habe schon Getränke geholt mit den Kindern, habe sie dann in Bad Schwartau abgesetzt. Die müssen mal Busfahren üben. Ja, so komisch das klingt, auch Busfahren muss man üben als Kind, Jugendlicher. Einmal habe ich sie hingefahren, mit Bus sollen sie zurück. Also ich gehe davon aus, sie rufen mich nachher an. Ich musste dann mit direkt nach dem Sport einen geilen Burger von der Griller Queen Marisa reinziehen. Und heute Abend soll es noch Döner geben, weil sie vorgrillen möchte. Ich weiß nicht, welche Chance ich noch habe, irgendwann abzuspecken. Ich habe keine Chance in diesem Haushalt. Es ist unmöglich. Ich könnte natürlich Nein sagen, aber... Du kommst nach Hause, ich habe auch Hunger und dann, hier, wir haben einen geilen Burger gebastelt, hier, haben wir für dich beiseite gelegt. Mit Fleisch, doppelt Käsesoße, mit die Käsesoße überbacken mit Käse und dann noch Käsebannen. Ach ja, und in 3 Stunden fange ich an, einen Dönerspieß zu grillen. Aha. Ja. Gib her. Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie ich das bewältigen soll. Also, ich mache jetzt auch ein bisschen Büro. Und heute Abend freue ich mich auf eine Runde Kniffeln. Auf eine Runde Kniffeln freue ich mich. Unsere Freunde Olli und Singer kommen zu uns zu Besuch. Und wir trinken in unserem Urlaub, wir trinken ein schönes Glas Wein oder ein Bierchen und kniffeln dann eine Runde. Und wir kniffeln sehr gerne. Im Urlaub und so weiter ist ein lustiges Spiel, was wir zum Spielen. Oder wir spielen ein Spiel Trivial Pursuit, spiele ich auch sehr gerne. Das wäre auch eine Sache. Wir spielen vielleicht Trivial Pursuit. Also, ich bin sehr gespannt, Leute. Viel erledigt. Ich zeige euch das nachher. Kniffel, kniffel, drückt mir die Daumen. Und dann, see you later, Alligator. Jo. Ich wollte gerade wieder sagen, moin Leute. Das habe ich aber schon ein paar Mal gesagt. Guck mal, die Hunde fressen hier. Oh, wie das hier aussieht. Guck mal hier, wie viele Dinger ihr hier zerbeißt. Ja, ich weiß gar nicht, was du dich da so freust. Freu. Alles dreckig gemacht, alles hier in den Garten geschmissen. Wer räumt's weg? Einer von uns. So, also, Marisa wollte heute eigentlich noch grillen, aber sie hat keine Lust, ich habe keine Lust. Und so ist das manchmal. Deswegen ist es verschoben auf morgen. Deswegen wird heute wahrscheinlich nur noch hardcore gekniffelt und das ist auch gut so. Wir müssen diese Woche ein bisschen mehr Gas geben, weil nächste Woche wir
noch 3 Tage weg sind. Und dann heißt es, diese Woche ein bisschen mehr Gas geben. Aber alle, die selbstständig sind, wissen das. Einfach nur, dass alles von alleine läuft. Schön wär's, schön wär's. Aber gut, ich bin gut drauf. Arbeit erledigt. 17 Uhr Punktlandung heute mit der Arbeit. Muss auch mal reichen, Leute. Jetzt frage ich mich, was wir heute noch essen. Hier liegt nämlich das ganze Grillzeug bereit. Fladenbrot hatte sich schon besorgt und so weiter. Und deswegen werde ich gucken, womit ich mich heute vollstopfe. Da ist noch Krautsalat, da sind Peperonis, das und das. Schinkenwürstchen, da unten liegt der Döner drin. Was schiebe ich mir denn heute noch in die Figur? Nichts in die Figur schieben wäre meine Lösung, Philipp. So, ich suche auf jeden Fall, Jordan hat ja Besuch mit Bennett unten. Und Marisa kraucht irgendwo in der Bude umher und ich hänge hier alleine mit Heidi rum. Heidi. Da muss ich ganz weit runter, um dich zu streicheln. Ne? Hallo. Da kommt Marisa, ich habe gerade gesagt, vorher ist abgesagt, ne? Grillen mal. Ja. Auch gut. So. Das finde ich auch richtig. Also das, wie du schon eben gerade gesagt hast, es ist ein Unterschied, wenn man eigentlich, also jetzt die letzten 3 Jahre war ich ja nur an deiner Seite. Und nur. Also ja, was das Film angeht. Und das fand ich schon anstrengend für mich als Außenstehende. Aber wie das wirklich ist, wenn man das filmen muss, ist noch was anderes. Und was ja wichtig ist, ist, dass man Bock drauf haben muss. Genau. Weil sonst brauchst du nicht. Man kann sich manchmal nicht zwingen. Genau. Ich habe alles schön eingekauft, alles aufgetaut. Und, aber dann ist das so. Das ist so. Und das ist auch wichtig. Morgen machen und man genau. Muss Bock drauf haben. Man kann es nicht erzwingen. Manchmal muss man durch, ne? Weil sonst macht man nachher gar nichts mehr, aber es gibt Tage, wo es einfach nicht geht. Also wir setzen uns jetzt erstmal hier hin, chillen kurz. Ich wollte mal gerade kurz erzählen, ich kann ja ein bisschen spoilern. Ich habe ja eine ganz, ganz tolle, ja, also mir hat ein Türke hat zu mir gesagt, er möchte mir zeigen, wie man den ehrlichen, richtigen Döner macht. Unser Türke, unser Necho. Necho, genau. Und das fand ich ganz lieb von ihm, weil er sagt, er guckt mich immer und er findet das ganz toll, was ich mache. Und er möchte das mit mir zusammen machen. Und nun habe ich eine Aufgabe bekommen, weil unser Necho, der stellt mir auch seine ganzen Spieße und so zur Verfügung, aber das hat noch so einen Anschluss. Das ist Starkstrom und hat noch so einen Anschluss. Was ist das denn? Ja, ich habe jetzt gerade meinem Bruder geschrieben, ja. Der macht sich auch schon Gedanken. Also es ist Starkstrom und das ist noch ein ganz, ganz alter Anschluss und wir müssen jetzt irgendwie schauen, wie dass das umgestellt wird. Ja, genau. Also wenn jemand eine Idee hat, kann er sich gerne bei mir melden. Mein Bruder hatte auch schon super Ideen. Jetzt müssen wir nur Necho fragen, ob wir das Ding kappen können und einfach einen anderen Anschluss dran machen. Ich bin sehr gespannt. Ja. Es bleibt spannend. Dankeschön, Leute. Bis später, wenn wir kniffeln. Jo, da ist Marisa. Hallo. Die sucht, glaube ich, nach irgendeinem Hotspot für Silvester, wo wir hin können. Ne? Vielleicht mit Familie, ohne Familie. Keine Ahnung, irgendwo, wo wir vielleicht hinfahren können. Und ich gönne mir hier ein Bier, muss ich abzapfen. Ich gönne mir jetzt gerade ein Bierchen. Ich zapfe mir gerade ein Bierchen aus meiner Zapfanlage. Das hier muss leider weg, das ist mein altes Bier aus der Leitung. Das kleine gibt es gleich für mich. Hier, meine alten Zigaretten machen gar nichts mehr mit mir. Die will ich gleich verschenken an einen Raucher, der kommt, wenn wir Kniffel spielen. Und ich werde dieses Bier jetzt mitnehmen. Ich weiß, ich habe es scheiße gezapft. Ja, Digga, total scheiße. Ich hoffe, dass Marisa mir das Bier gleich bringen, weil ich habe keinen Bock, die ganze Zeit zu warten. Denn ich habe jetzt gerade YouTube-Premiere und Twitch-Premiere gleichzeitig. Ich habe beide Premieren mal gleichzeitig gemacht. Und will ich das mal zeigen, wie das aussieht, wenn ich auf 3 Monitoren gleichzeitig laufe. Das ist schon ganz fürchterlich für mich zu ertragen. Zieht euch das mal rein, wie das hier aussieht. Flipsy 1, Flipsy 2, Flipsy 3. Das und da auf dem Handy 4, also das ist schon viel Flipsy auf einmal. Ich habe auf jeden Fall das jetzt irgendwie geschafft. Guck mal, auch 120 Leute bei der Videopremiere bei Twitch und bei YouTube sind gerade bei der Videopremiere 800. Muss man sich immer mal 1000 Leute vorstellen, die das gerade irgendwie gucken. Nach 16 Minuten Premiere bin ich schon sehr stolz auf, dass das gleich irgendwie zusammen irgendwie 1200, 1300 Leute gucken. Vergisst man immer, ich glaube, da sind Leute zu schnell undankbar. Ja, und dann wollen wir nachher versuchen noch zu kniffeln. Schönen Abend, wir haben Kamin angemacht. Ich habe heute das Go gegeben, dass alle drin rauchen dürfen. Das ist mal wieder ja auch wichtig. Ich hätte früher auch drin geraucht, wenn wir Gäste hatten. Deswegen will ich auch gar nicht so ein Rauchnazi sein, ne? Ja. Und muss ich halt ab und zu mal lüften, aber ich werde es überleben. Rauchen habe ich echt hinter mir gelassen, also macht gar nichts mehr mit mir. Also auch keine Ausstrahlung so. Ich habe mal so ganz so einen schwachen Moment, wo ich mal sage, so beim Bierchen machen sie mir es sehr einfach, weil sie alle sehr viel rauchen. Da denke ich mir so, oh nee, das ist mir zu doll. Eher so,
wo wir, weißt du, wo wir essen waren? Weißt du? Ja. So, wenn wir essen gehen und es. Wir merken das gar nicht mehr an. Ja, aber wir haben, also wenn wir dann fertig gegessen haben, weißt du, Marisa geht raus und danach dann so irgendwie so noch eine Tasse Espresso oder eine Tasse Kaffee und dann die Zigarette dazu. Das ist so das, wo ich sage, ja. Aber so, wenn ihr alle zusammen raucht, dann denke ich mir, boah, das ist viel zu viel. Weißt du, also da wäre ich schon erschlagen, so von dem Mitrauchen so. Mhm. Aber okay. So, ich gucke mir die Premieren weiter an und zeige nachher nochmal, wie wir kniffeln. Und dann ciao, Kakao, Leute. Jo, moin Leute, ich habe leider Kniffeln gestern nicht gezeigt. Ich habe Kniffeln auch nicht gewonnen. Ich glaube, Kniffeln hat einmal Marisa gewonnen und einmal Harry gewonnen. Wir haben auch Trivial Pursuit gespielt. Und gestern, die lustigste Antwort gestern bei Trivial Pursuit war, ich habe also Trivial Pursuit gewonnen, das ist nichts Ungewöhnliches. Sorry, das muss ich leider so sagen. Und ich habe den anderen dann geholfen bei einer Frage. Es ging um Kanada, das Land mit der längsten Küste. Mit der längsten Küste der Welt. Da habe ich denen geholfen. Ich sagte so, das Land über Mexiko und den USA. Da sagte Marisa, Neuseeland. Dann sagte ich so, nein. Da sagte ich so, in dem Land wird Französisch und Englisch gesprochen. Da sagte Harry, Australien. Ich sagte, nein. Ich sagte, das Land kann man mit C oder mit K schreiben. Je nachdem, woher man kommt. Sie sind nicht drauf gekommen. Die sind nicht drauf gekommen. Also, Trivial Pursuit als Spaß. Also, hier seht ihr das. Wir haben gestern zwei, drei Bier getrunken. Es war ein toller Abend. Das ist mal Urlaub. Das war ausspannen. Hier unten liegt Trivial Pursuit. Das war richtig toll. Das Einzige, was mich hart genervt hat, ist dieses Gerauche hier. Weil ich ja nicht mehr rauche. Und ich komme heute in die Bude rein und die ganze Bude stinkt nach Rauch. Ich lade jetzt Marisa zum Frühstück ein und das nennt man mal Urlaub, Leute. Und dann nehme ich euch mit auf die Reise. Ciao, Kakao.